Lieben, einen schönen Samstag euch allen. Ich habe überhaupt nicht gut geschlafen. Ein bisschen nachgedacht. Facebook rumgeschaut. Ein paar nervige Hater, musste ich löschen. Ich bin bei meiner Kirche jetzt hier, werde den Tag genießen, zur Demonstration gehen. Die Sonne ist da, es ist 30 Grad oder so. Ja, habt einen schönen Tag und Vers des Tages habe ich gerade gesehen. Wenn gerade in der Kirche sind, ich mache gleich ein Foto drin. Oh Gott, mit dass der Gott, dass man halt ein guter Mensch sein soll und wer aber Böses will, dem stellt sich der Herr entgegen oder so. Ich mache mal ein Foto. Es ist um die Mittagszeit, jetzt 12 Uhr oder so. Ich bin auf dem Syrerplatz. Wollte kurz ein bisschen Tagebuch weiter mit euch machen. Ich habe gesagt, nicht gut geschlafen, deswegen sieht total müde aus. Aber die Sonne scheint. Eigentlich geht es mir ganz gut. Hier war gestern Abend alles von der Polizei hier. Wir standen schon 8 voll ausgerüstete mit Schutzwesten Polizisten. Und jetzt ein Beitrag in der Friedenauer-Gruppe bei Facebook. Oder einige, ich habe da nur gesagt, ob jemand was gesehen hat hier. Ob hier vielleicht irgendeine Straftat ist oder jemand gefährlich gerade gesucht wird. Da waren eklige Menschen dabei. Der Gruppe, die mich dann, also Hater, die beleidigenden Kommentare, das ist jetzt ganz viele Menschen da löschen. Ich weiß nicht mehr, wer das ist. Okay, dann mach mal kurz. Wunderschöne Frauen. Ein Kleidchen. Liebe Frauen. Apropos Frauen, Themawechsel. Ich war gerade eben, ich habe mal im Internet geguckt, in der Holsteinischen Straße, das ist das Nachbarschaftsheim Schöneberg. Da war ich damals auch immer, als es mir richtig schlecht ging, als ich bei Tannenhof war, da war ich bei diesen Selbsthilfegruppen, NAs hießen die, Narcotics Anonymous oder sowas. Und was ich mir jetzt rausgesucht habe, war, wo ich noch nicht war, in der Selbsthilfegruppe war für Sexsüchtige. Zeigt euch mal gleich, da will ich in Ruhe reden bei mir zu Hause und nicht hier draußen, wo alle mithören. So, jetzt bin ich wieder zu Hause, kurz im Gedankengang, wollte ich euch noch zu Ende erzählen. Also, ich finde ganz gut, dass man in Berlin verschiedene Selbsthilfegruppen hat. Als Auswahl, du kannst wirklich im Internet gucken, es gibt so viele Hilfegruppen und dann gibt es halt, wenn man solche Depressionen hat oder Süchte hat oder egal für was, gibt es Menschen, die ähnliche Süchte haben und dann kannst du dich kostenlos dort treffen und dir gemeinsam dann Brainstorming machen und dir Hilfe suchen. Oder die wissen zum Beispiel auch in einer speziellen Situation, wenn du das erzählst, wie man dir da helfen könnte, akut zum Beispiel auch. Viele kommen dahin, sind völlig am Ende. Finde ich gut. Und was ich mir jetzt halt, wie gesagt, heute die Gruppe rausgenommen, um 11 Uhr war hier in diesem Nachbarschaftshaus, ist die, da war ich noch nie vorher, eine Selbsthilfegruppe für anonyme Sexsüchtige und Liebessüchtige. Das ist eigentlich was genau was für mich. Ich denke, dass viel mit meiner Vergangenheit, wo ich Depressionen hatte, auch immer mit, sag mal, Sexsucht, weiß nicht, ob man das so beschreiben kann bei mir, aber schon in die Richtung auf jeden Fall. Ja, und was ich auf keinen Fall möchte, deswegen bin ich jetzt auch da mal hin, schon so als Prävention, dass ich nochmal in so eine Situation komme wie da Ende 2017, Ende 2018. Wo das Ende vom Lied war, dass ich dann fast gestorben bin und dass ich dann in Tannenhof bin. Dass ich halt die ganze Nacht habe ich gestern auch darüber nachgedacht, so, ja, was mit Marina ist, die ist ja schon seit Ewigkeiten verschwunden und so weiter und habe dann jetzt hin und her überlegt, ist das jetzt gut oder schlecht? Wie geht's jetzt weiter? Was willst du eigentlich? Was willst du nicht? Was passiert, wenn du so dich entscheiden würdest? Was passiert jetzt so? Und wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass ich wirklich Marina ganz doll vermisse oder sie noch total liebe, sondern es ist eher eine ungewohnte Situation, wieder alleine zu sein. Und ja, die Wahrheit ist eigentlich, dass ich mir gerne eine neue Freundin wünsche, einen Neuanfang. Ich möchte nicht nochmal so eine Scheiße mit Marina durchmachen. Ich vermisse zwar so ein bisschen diese schöne Zeit, wo wir glücklich waren, Icke, also wo unsere Beziehung schön war, wo wir gekuschelt haben und so weiter, aber es ist jetzt einfach, Stand jetzt, heute, Samstag, 15. August, einfach viel zu viel Scheiße passiert. Dass diese Liebe einfach total weg ist. Aber noch schlimmer als sozusagen, dass man dann wieder Single ist und, weiß ich nicht, einsam ist, dann wirklich diese Depression. Da möchte ich noch hin. Dass man dann halt solche Selbstmordgedanken hat und dann irgendwann keinen Sinn mehr im Leben geht. Das ist im Moment Gott sei Dank nicht so. Ich habe meine Arbeit bei Rewe, ich habe meine Freunde, ich habe meine Mama, ich habe. Ja, es ist alles in Ordnung, ich habe keine irgendwelche dunklen Visionen, aber ich möchte halt präventiv vorarbeiten, mir Hilfe suchen. Deswegen war ich jetzt gerade mal da bei diesen Liebessüchtigen hier.
und habe mich mal erkundigt, wie das da ist, ob das mir helfen könnte oder nicht. Und was jetzt aber da wieder das Problem war, das hat mich damals auch schon ein bisschen so gelangweilt oder genervt, das ist Monolog. Monolog bedeutet, es gibt Monolog und Dialog. Monolog bedeutet, da treffen sich also jetzt bis zu 10 Süchtige, die im Kreis sitzen und quasi dann 5-6 Minuten lang Monolog von ihren Problemen und ihren Süchten erzählen. Man darf nicht mal kommentieren, man darf nichts mal dazu sagen, es ist verboten, man muss nur aktiv zuhören, was auch immer das heißen soll. So, du hast im Prinzip nur, wenn du dann irgendwann dran bist, das ging so im Kreis, ich wäre der Letzte gewesen, 5 Minuten Zeit, dann deine Probleme mit der Gruppe zu teilen. Und das ist halt wirklich bestimmt. Also ich brauche eigentlich Dialog. Ja, deswegen drehe ich auch gerne hier Videos, weil das ist vielleicht jetzt ein bisschen egoistisch oder was, aber ich kann mir nicht von 10 Süchtigen, deren schwierige Lebensphase oder deren Probleme mir reinziehen. Das macht mich ja noch depressiver, noch trauriger und zieht mich noch mehr runter. Ich habe hier noch mit mir selbst zu tun. Wenn ich zum Beispiel jetzt Monolog hier bei Facebook ein Video drehe, dann sehen das ja auch Freunde von mir, meine Familie, meine Mama, mein, weiß ich nicht, Marina sieht das. Und also Leute, die auch mir vielleicht helfen können, wenn ich traurig bin. Dabei bin ich gar nicht so traurig. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich habe jedenfalls dann, habe mich noch verabschiedet, habe gesagt, Dankeschön. Gesagt, das ist nicht für mich, ich brauche wenn denn, also gerne so eine Selbsthilfegruppe oder was, Dialog, dass man also wirklich auch miteinander kommunizieren kann darüber, wie siehst du das, könnte man das so machen, vielleicht wäre das eine Alternative, mehr Sport zusammen machen, dass man also wirklich auch versucht, die Probleme anzugehen, statt einfach immer nur zu labern und zu labern und zu labern, wie scheiße das eingeht. Ich denke, da ändert sich dann wenig daran, wenn man nichts tut und nur quatscht. So, gut. Also, ich versuche jetzt mal einen Cut zu machen. Ich werde jetzt mich noch ein bisschen kurz ausruhen. Dann gehe ich zum Netto drin, hoffentlich zu Michael Bründel, Captain Future. Und werde ihn da mal interviewen und gucken, ob ein paar Leute noch da sind bei dieser schönen Demonstration für Freiheit und Gerechtigkeit gegen diese Corona-Schwachsinnsmaßnahmen der Politiker. Und ja, also erstmal. So, nur noch selber Tag. Jetzt gleich um 1. Noch vor 1. Gibt nochmal die schöne Spree und den Berliner Dom. Ja, also ihr seht, hier ist Musik, hier sind Touristen. Wunderschöner Tag. Alles besser auch. Ein kleiner Stoffi-Hund. Ja, so, ich gehe jetzt zur Demonstration. Michael Bründel, hallo sagen. Und ansonsten, ja, ich bin leider ein bisschen müde. Hey Mo, guck mal. Der sieht ja aus wie der Beethoven, wa? Ein bisschen, oder? Ich liebe Hunde. Der ist gerade hier bei dem Hotel. Wieder lustig hier, von Löwenzahn. Von Löwenzahn? Löwenzahn, der hat jetzt hier neu bei Löwenzahn halt auch gerade. Das ist toll, ja. Haben Sie ihn gerettet aus dem Tierheim? Nee, der ist vom Züchter gekommen. Toller Hund. Pass mal auf, ja? Schönen Super, Tag. Schönen Tag, danke fürs Film, ja? So, wir nähern uns jetzt dem Zielort, von unserer wunderschönen Mutterstadt, Fernsehturm. Ja. Hier ist dieser Dom Aquarell, dieses schöne Hotel mit diesem riesen Pool oder diesem riesen Aquarium. Genau, hier jetzt darüber, Freedom Parade. Also hier ist der Truck von Michael Bründel. Da ist ein Kollege. Der Bründel ist da hinten. Die Polizei ist auch schon da, überall. Hier hinten passen auf. Hier ist der Neptunbrunnen. Und der Fernsehturm. Also hier geht es ganz gemütlich los. Ganz entspannt. Kein Stress. Anscheinend überhaupt nicht checken, macht er weiter hier seine Demonstration. Deswegen ist er ein guter Freund von mir und würde ihm gerne helfen bei seinem Projekt. So, es ist jetzt 13:20 Uhr, 26 kommt meine S1 nach Friedenau zurück. Hier sieht hinten das fette Party. Das ist ja nach Helene Fischer oder sowas, wa?
Hier seht ihr die Spree. Sonne ballert. Ultra heißer Tag. Touristen ohne Ende hier. Wie gesagt, ich war jetzt einfach zu müde und die hat erst um 2, 3 da los, solange halt jetzt da nicht ohne Essen und Trinken aus. Ich muss erstmal eine Pause machen. Vielleicht fahre ich dann nachher nochmal rein. Genau. Ich nehme mich jetzt noch ein bisschen aus. Also ihr seht, hier in Berlin war hier Dampfer voll. Die sitzen alle ineinander auf dem Boot da. Wunderschön. Tina hat eine Maske. Ich filme jetzt nur auf den Dampfer. Ja. Erklärt mir mal bitte, wenn die hier dicht an dicht ohne Masken sitzen. Super! Sehr gut! Mir will einfach nicht in meinen Kegel rein, wenn hier alles so wie immer ist. Absolut. Bis auf dass ein bisschen weniger Menschen hier sind, also ein bisschen weniger Touristen, ist hier absolut alles weg. Wieso wird denn hier alle Clubs und Veranstaltungen abgesagt? Ich grafe das einfach. Okay. Ja, vielleicht soll es einfach so sein. Vielleicht will der liebe Gott uns schon Lektionen erteilen, weil die Menschen alle die Welt zerstören. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Ich gehe zurück in meinen schönen Friedenau, da ist wieder entspannt, das ist halt so Berlin. Ja, du gehst von einem Teil, wo ganz ruhig ist, bis in die Mitte, wo voll Action ist. So, also, ich hab's mir fast gedacht. Ich habe einen Anruf von Rewe, weil ich hatte mich ja bereit erklärt. Wenn sie mich brauchen, können sie mich anrufen und sie brauchen mich. Also auf zur Arbeit, ich sehe zwar richtig zerstört, komm ich schlafen. Aber es ist nur eine kleine Tour und ich freue mich, dass ich nicht zu Hause rumsitzen muss, ja, und auch das Geld verdienen kann. Ist das ein bisschen Mucke? Auf zur Arbeit!